So, dann gucken wir doch mal dahin. Hier hatten wir schon alles überprüft, ne? Waren beiden Türen drin. Da hinten kamen wir her. Computer haben wir gedrückt. Ja, rein da. Oder raus da. Da ist schon mal eine Kiste. Aber die ist auf dem Dach. Mir ist es hier entschieden zu ruhig. Sie scheinen diese Dämonen richtig zu vermissen, als wenn wir nicht genug Ärger gehabt hätten. Ausschwärmen und wachsam bleiben. Sofort Bosskampf. Nee, kein Bosskampf. Was? Ah, die unsichtbaren Gegner. John, John, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Oh Gott, es tut weh. Was? Es hat mich gebissen. Ich glaube, es hat mich gebissen. Heilige Scheiße. Giancarlo, Joseph, ihr habt sie doch gesehen. Das Gleiche wird mit mir passieren, oder? John, bleib ruhig. Wir wissen nicht, woran sie gestorben sind. Richtig, klar. Es könnte alles Mögliche sein. Vielleicht war es auch Giftgaseinwirkung oder etwas Ähnliches. Okay, mir geht's wieder besser. Ups. Ups. Okay. Vergiftet und wutentbrannt. Ja, warte mal. Wir haben da, glaube ich, ein Gegengift, oder? Schmerzmittelbandagen. Ja. Wir haben ein Gegengift. Nee, Betäubungsmittel-Gegengift. Gas-Gegengift. Das. Es gibt eindeutig zu viele Gifte und Gegengifte, aber es ist das Falsche, denke ich. Schädliche Gaseinwirkung. Es war keine Gaseinwirkung. Was machen wir da? Also du heilst dich erstmal selber. Mit Nahrung. So. Du stellst dich dahin und zündest die beiden Jungs an. So. 36 Schaden jeweils. Sehr schön. Danach gehst du in Deckung, guckst nach da, du gehst da in Hauseimer drauf, zack, 11 Lebenspunkte nur noch, nächste Runde bist du tot, du gehst da an die Seite, messerst rein und der ist auch tot, das war's schon, Kampf vorbei. Außer es kommt Verstärkung, was irgendwie wahrscheinlich ist und der Unsichtbare ist noch irgendwo. Oh, Joan hätte wahrscheinlich weggehen sollen. Hey, unsichtbar ist weg. Okay. Oh, verdammt! John! Ich hab doch gleich gesagt, dass ihr mich nicht beschützen könnt. Sie kamen aus dem Nichts. Wie das Ding... Das Trotti und die anderen getötet hat. Beruhige dich, John. Ich werde dir helfen. Bleib ganz ruhig. Dir? Bitte, lasst mich hier und bringt euch in Sicherheit. Diese verfluchten Dinger werden bald wiederkommen. John! Ich wünschte, wir hätten das Kind retten können. Kind? Sie ist tot. Nee, wie jetzt? Sie ist tot. Sie hat das ganze Verbandszeug. Ah. Ich meine natürlich, es ist schade um dieses geliebte menschliche Wesen mit Oberweite. Aber ernsthaft, wo ist mein Verbandszeug? Und die Weste und die Betäubungsmunition und, hätte ich wirklich das Ding da benutzen sollen? Gegen giftige Gaseinwirkung. Das war kein Gas. Das war kein Betäubungsmittel. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt sterben musste. Oder ob man das verhindern kann. So oder so ist es doof, weil wir wieder bei drei Mann sind. Oh mein Gott. Wenigstens kriegen wir genug Munition. Du da... 28 Schuss. Du brauchst nicht viel Schuss. Du hast nur ein paar Schuss. So.
So. Hat Bandagen, hat Bandagen. Du dahin. Also es scheint echt so zu sein, dass wir uns nur auf unsere drei Soldaten hier verlassen können. Der Rest kommt und geht. Ich gehe mal nicht zu weit in die Richtung. Sonst schauen wir jetzt mal hier in der näheren Umgebung um. Ah, das ist ein Eingang. Eingang zur Hotellobby. Kann ich nicht betreten. Oh, hier. Kofferraum. Köderfalle. Lockt Monster an. Nehmen. Wie genau soll ich das verstehen? Ach so, auf dem Schlachtfeld. Okay. Da ist noch eine Kiste. Stickstoffkanone? Ernsthaft? Und eine Kevlar-Weste. Sehr schön. Die bekommt Ovic, weil sie wird besser sein, was er jetzt hat. Die da hat 5, die da hat 7 und Feuerschutz. Okay. Das heißt, er kann in Nahkampf stürmen und er hält mit dem Napalmwerfer rein und Ovid schlacht nur. Sehr gut. Das dahin. So, Stickstoffkanone. Du hast schon ziemlich viel fancy Zeug, deswegen kriegt die mal Trantin. Verströmt einen fokussierten Strahl, der das Ziel in Sekundenschnelle gefrieren lässt. Steht nichts von Munition. Also denke ich mal. Genau. Ist wie der Flammenwerfer, nur halt kalt. Sonst ist hier nichts. Okay, raus. Damit dürften wir jetzt eigentlich endgültig keine Munitionsprobleme haben. Also mit dem Flammenwerfer und dem Frostwerfer da. Und der ganzen Munition, die wir jetzt gefunden haben. Ist natürlich ein bisschen doof, dass wir die Betäubungsfalle verloren haben von Joan, aber na gut. Da ist noch was. Schrottplatz? Zeig mal. Für ein komisch schlurfendes Geräusch. Da kommen wir her. Deckel. Schwerer Metalldeckel. Öffnen. Matrix-Disk. Nehmen. Kampf. Das ist komisch. Bisher bei jeder Matrix-Disk, die wir aufgehoben haben, kam Kampf. Okay. Aber es wäre auch gemein gewesen, weil er allein war. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Öffnen. Granaten, Pistolen, Munition, Uzi, Munition und Ultraheiler. Also ja, Ressourcen, Probleme. Ah. Kapitän, ist das eine Frau? Ausgeschlossen. Diese Dinger hätten sie längst gefressen. Yay, Verstärkung. Sir, es ist eine Frau. Na, dann wollen wir mal hören, was sie zu berichten hat. Das ist sehr, sehr komisch. Sehr komisch. Aber okay. Squeaker und Jet. Das Jet-Ding da ist feuerresistent. Probieren wir bei dem Jet-Dingens doch einfach mal das Eisstrahlwerfer-Gerät aus. Zack. Oh, funktioniert. Du kommst aber noch zu ihm ran. Das ist schade. Das heißt, du, Ovic, geh mal dahin. Und zünd den da an, hoffentlich. Jo. Schwere Panzerung, okay. Du gehst dahin. Ah! Mir ist noch eine Sache eingefallen, die mit Joan verschwunden ist: der Elektroschocker. Kostenlose Betäubung, immer und immer wieder. Das ist nicht schön. Das ist ganz und gar nicht schön. Betäubungsschutz. Okay, das haben wir jetzt auch gelernt. Zug beenden. Niemals. Oh. Was zur Hölle? Erdbebenstampfzeug. Oh, und ich hab die Frau vergessen.
hoffe, du hältst viel aus, Lady. Sonst müssten wir neu laden und schon alle Sachen wegnehmen. Ach du Kacke, die hält dir nichts aus. Die haben keinen Bestäubungsschutz. Du lauf mal in die Richtung. Napalm, Betäubungsgranaten. Es kommt alles nicht so weit. Das ist jetzt doof. Das ist echt doof. Warte mal, du kannst aber von hier aus einen Molotow werfen. Wir hatten noch irgendwo noch einen Molotow, oder? Hab ich gerade verguckt. Komische Flaschen. Gewehr. Nee, höchstens Napalmwerfer. Okay, dann schieß halt einfach auf das doofe Ding. Du gehst mal hier hin. Das war jetzt unpassend. Gehst da hin. Schrotflinte auf dich. Sehr gut. Du mit deinem Eisstrahlwerfer. Schieß auf die beiden. Ja, sehr gut. Ziehst ihn aber auch in die Richtung wieder zurück. Da hält's noch gut was aus. So, und unser Chefchen muss gleich nach oben sprinten. Und das Viech betäuben. Ich hoffe, er kommt da ran. Gegenangriff. Okay. Dankeschön. So, bitte überleb. Warum gehst du fern? Ja, der kommt da nicht ran. Anna Hutchins. Entschuldigung, Anna. Aber du wirst jetzt sterben. Weil ich nichts machen kann. Außer Reichweite, ja. Ich kann einen Raketenabschuss da drauf machen. Was wird nicht genug Schaden machen, um das Ding zu töten? Denke ich mal. Ich teste einfach. Au. Au. Ich habe gerade eine ultimative Waffe, die wir bestimmt irgendwann später brauchen, benutzt, um eine rothaarige Frau zu retten. Na gut, mal gucken, ob sich das auszahlt. Ich hätte eigentlich doch lieber sie sterben lassen sollen und dann gezwungen sein, neu zu laden und dann mir ein gewisses Elektroschock-Ding zurückholen. Aber ich will ja nicht meckern und so. Du Flammenwerfer kann er nicht. Schrotflinte. So, stelle ich mir an seine Seite. Ja, mit Glück. Ah, sehr gut. Dahin umdrehen. Und du tackerst wieder auf beide. Ja, gib ihm. So, und stellt sich genau an ihn ran, damit er nicht so gut Raketen schießen kann. Etwas kann er trotzdem. Oder kann er einfach messern. Oh, der Hund lebt ja auch noch. Dich habe ich irgendwie vergessen. Hund. Stein. Ding. Was auch immer. Trantin. Gut in Brand. Gegenangriff. 36. Okay. So, du hast nicht mehr sehr viele Lebenspunkte. Geh mal weg. Guck mal nach da und benutz mal eins von diesen super tollen Dingern da. Genau, davon haben wir jetzt ja inzwischen doch ein paar. Du, wie viele Leben hast du noch? Ein. Okay. Du zündest den Hund nochmal an. Und der Chef erledigt ihn da. Hoffentlich. Und diesmal bitte nicht mit einer super teuren Rakete. So, wie treffe ich dich? Gar nicht. Okay. Chef wird ihn nicht töten. Chef wird.
dahin gehen und eine Granate schmeißen? Nö, auch nicht. Oh, tut mir leid, Ovitch, du kriegst jetzt noch mal eine verpasst. Runde beenden. So. Komisches Hundeding lebt immer noch. Au. Au, Gegenangriff. Mit keiner Munition. Und den kriegt einer ab. Du. Axt. Du dahin. Stell sicher, dass das Ding nicht so eine tot ist, weil ich glaube, der hätte nur 10 Schaden bekommen oder 5. Hätte auf jeden Fall nicht gereicht, um es zu töten. So, und du stehst jetzt so hin, dass du schießen kannst. Also hier. Du machst mehr als 0 Schaden. Sehr gut. Und wenn sie jetzt ins Team kommt, fände ich das sehr skurril, dass innerhalb von einer Minute eine Frau stirbt und die nächste ins Team geholt wird. Sehr, sehr komisch.